In Südkorea gab es ein Mega-Leak, und zwar zur neuen Tablet-Generation von Samsung, dem Galaxy Tab S8. Welche Modelle da auf den Markt kommen sollen und vor allen Dingen welche Eigenschaften sie haben, gibt nämlich detaillierte Infos. Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wenn die Südkoreaner was leaken von einem südkoreanischen Hersteller, dann kann da auf jeden Fall was dran sein. Denn es ist eine relativ verlässliche Quelle, die regelmäßig vorab schon Leaks raushauen. Und die gehen so weit ins Detail. Da muss oder kann auf jeden Fall etwas dran sein. Und das können wir uns mal anschauen. Und zwar soll ein Galaxy Tab S8 rauskommen. Ein S8 Plus und ein Tab S8 Ultra. Ja, und das Ultra, das hat es in sich, denn es hat ein 14,6 Zoll Display mit 120 Hertz. Und das kann natürlich ein absoluter Konkurrent zum iPad Pro 12,9 sein. Soll super dünne Displayränder haben, 92% Display, also ein Screen-to-Body-Ratio. Und nur 8% machen im Prinzip den Rahmen aus. Ja, und es sind 20% mehr Bildfläche als beim iPad Pro 12,9 Zoll. Ja, Kameras, es soll zusätzlich eine Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera geben, zumindest beim Ultra-Modell, wenn es so heißen mag. Außerdem kommen neue Tastaturcover mit bis zu vier verschiedenen Aufstellwinkeln. Ja, und jetzt können wir ein bisschen ins Detail gehen. Wie gesagt, wir haben das normale Tab S8, das Tab S8 Pro und das Tab S8 Ultra. Das kleine Modell soll 11 Zoll haben mit 120 Hertz, das Pro-Modell 12,4 Zoll, ein OLED-Display, auch 120 Hertz und das Ultra, wie gesagt, 14,6 Zoll, auch ein OLED-Display. Das normale Modell, das Tab S8, soll eine Dicke von 6,3 mm haben, das Pro-Modell von 5,7 mm und das Ultra von 5,5 mm. Das normale Modell soll 502 Gramm wiegen, das Pro-Modell 575 und das Ultra 650 Gramm. Beim Akku sieht es folgendermaßen aus: Das normale Tab S8 mit 8000 mAh, das Pro-Modell mit 10.090 mAh und das Ultra mit 12.000 und alle laden mit bis zu 45 Watt. Ja, die Selfie-Cam, die Frontkamera, alle haben eine 8-Megapixel-Kamera und das Ultra noch zusätzlich eine 5-Megapixel-Kamera mit Ultra-Weitwinkel. Hinten ist bei allen oder vermutlich bei allen gleich eine 13- und eine 5-Megapixel-Kamera. Mit schnellem Autofokus und Blitz. Alle Modelle haben vier Lautsprecher. Fingerabdrucksensor haben wir auch beim normalen Tab S8 an der Seite, vermutlich im, ja, Power-Button und bei den anderen Modellen unter dem Display. Speicher gibt es jetzt nicht allzu viel, was wir wissen. Auf jeden Fall ist angegeben bei allen Geräten erstmal 128 GB. Ob es da noch verschiedene Ausführungen gibt, muss man sehen. Und wir haben natürlich einmal eine Wi-Fi-Variante, also nur mit WLAN, und dann noch mit LTE eine Variante und auch noch eine 5G-Variante. Die Preise sollen liegen, und das sind jetzt umgerechnete Preise, wie sie in Korea auf den Markt kommen. Ja, also das ist jetzt noch nicht so, das sind jetzt nicht die Preise, wie es in Europa mal sein wird. Und zwar haben wir in Südkorea, sollen die Dinger kosten, das normale Tab S8 von 607 € bis 754 €, je nach Ausführung mit LTE, 5G. Das Tab S8 Pro von 842 € bis 988 € und das Ultra von 1076 bis 1223 €. Wie gesagt, das sind die umgerechneten Preise in Südkorea.
Wann die Dinger erscheinen, wann die Dinger hier in Europa auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen das Ultramodell, wenn es so heißen mag. Kann es sein, die nennen es irgendwie anders, aber so wird es jetzt erstmal seitens des Leaks genannt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade das Display. Also ich mag ja große Displays und das iPad Pro 12,9 Zoll ist schon Teil, aber damit 14,6 Zoll. Da bin ich mal wirklich gespannt, wenn es soweit ist, wie die Dinger aussehen und auch sich anfassen lassen. Ja, sehr spannend. Mal gucken, was da in nächster Zeit noch mehr kommt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, gerade was die Displaygröße angeht. Habt ihr zum Beispiel ein iPad Pro 12,9 Zoll oder auch 11 Zoll? Wäre das was für euch? Könnte euch das interessieren mit den 14,6 Zoll? Also ich finde es spannend. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis bald, macht's gut. Ciao.